Guten Morgen. Ja, es ist spät, das tut mir leid. Aber es tut mir nicht leid, dass ich gestern einen wunderschönen Tag mit meiner Familie hatte. Wir ein bisschen was getrunken haben, deswegen jetzt ein bisschen später geworden ist. Denn wir alle nie vergessen, was ich euch immer wieder sage. Familie, Freunde ist das Wichtigste, was es gibt. Und nicht die Charts. So, Leute. Bitcoin-Kurs 45.160. Ich habe gesehen, dass wir hier auf dem 2-Stunden-Chart, dass das genau das passiert ist, was ich gestern gesagt habe, dass wenn wir hier nach oben hin ausbrechen, dass wir hier, wenn wir eine 2-Stunden-Kerze darüber haben, dass wir den Breakout nehmen können. Das hat vielleicht auch der ein oder andere von euch gemacht. Was ist seitdem passiert? Nun ja, es ist nicht das passiert, wovon wir gehofft haben. Nein, wir sind wieder hier an der 46.700 gescheitert. Und warum? Das hatten wir, glaube ich, schon Tage davor. Da sind wir an der gleichen Marke gescheitert. Das ist aktuell das 0,5er FIP-Retracement vom Absturz. Also eine relativ harte Nuss, so wie es zu sein scheint. Dann sind wir den ganzen Weg wieder runtergekommen, haben diese Linie angetestet und sind dann 1, 2, 3 praktisch mal hier an dieser Linie gescheitert. Den ganzen Weg wieder runtergekommen, diese Linie hier diente uns dann 1, 2, 3, 4 mal als Support, bevor wir sie dann heute Morgen nach unten hin durchbrochen haben. Wie wir jetzt sehen, dient sie jetzt als Resistance. Ich hoffe deswegen, seid ihr auch schon wieder hier aus dem Long heraus. Denn wir müssen jetzt vorsichtig sein. Warum? Ganz einfach, denn wir haben jetzt diese Linie hier über uns als Resistance. Wir wissen, dass die 46,7 aufgrund des FIP-Retracements jetzt auch eine relativ harte Nuss ist. Des Weiteren habe ich euch hier eine absteigende diagonale Linie angezeichnet. Und solange wir hier nicht herauskommen, uns über diese Marken setzen, über diesen Knotenpunkt, können wir auch nicht an die 46,7 erneut herankommen. Nein, jetzt müssen wir eher aufpassen, sag ich mal, dass wir nicht mit einer 2-Stunden-Kerze hier unter dieser und dieser Linie schließen, denn dann kann es nochmal zügig zu unseren angesprochenen, gerne gesehenen Marken von 43, 42, 2 und auch hier 41 gehen. An die ich überall als Long-Einstieg für mich persönlich nutzen werde. Alles in allem ist nicht viel passiert. Wir bewegen uns jetzt hier praktisch seit 4 Tagen seitwärts. Hier haben wir den gleichen Preis, den wir aktuell haben. Es ist nichts Schlimmes. Konsolidierung ist gut. Wir holen vielleicht einfach nur ein bisschen Kraft, um weiter nach oben zu ziehen, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir in den letzten 3 Wochen 60% gestiegen sind. Es ist nicht schlimm, wenn wir uns seitwärts bewegen. Es wäre auch nicht schlimm, wenn wir noch ein weiteres Stück herunterkommen. Das wäre nur besserer Einstieg für uns alle Richtung Norden. Für mich also Long, wenn wir uns hier auf diese Linie setzen, beziehungsweise diese Diagonale halten können. Ab hier dann ungefähr Ziel 46,7. Wenn wir die brechen, hoffentlich schneller nach oben. Und ein Short werde ich persönlich doch nochmal einnehmen, wenn wir hier eine 2-Stunden-Kerze unter dieser gelben Linie haben, sprich 44,8 mit dem Ziel 43, 42, 2. Und diese aufsteigende diagonale Linie, die jetzt relativ wichtig geworden ist, mit einem Long-Einstieg, falls wir dorthin kommen. Im Grunde genommen war es das eigentlich auch schon. Nicht viel zu sagen bei Bitcoin. Viel interessanter ist gleich Ripple und auch Cardano sowie Litecoin. Da haben wir ein paar wichtige Marken auf jeden Fall übersprungen. Und danach werde ich wahrscheinlich noch mal ein kleines Marktupdate geben, beziehungsweise eher ein kleines Training-Tutorial in Bezug auf diesen Trade hier, den ich euch vergleiche mit zum Beispiel einem Trade bei der Nasdaq, wo ich die Unterschiede erkläre, warum wir manchmal einen Trade nehmen und warum auch nicht.
In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Lasst gerne einen Kommentar für den Algorithmus da, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Drückt die Glocke, falls ihr noch keine Abonnenten seid.